bei mir im Inventar. So, hallo Rysex, hi! Endlich eine Tierspitzhacke. Passt also. Ich bin wieder so da! Ander Mensch, bist du jetzt ganz gut auf der Karte? Alter. Nee, bin ich nicht. Hey. Weißt du, du hast einmal in der Woche, hast du die Chance, hier irgendetwas zu machen und du verschwendest die Zeit so sehr. Weißt du, mach doch irgendwas Produktives, Digga. Vergiss, mit wem du redest. Seit zwei Wochen haben wir nichts gemacht. Er hat zwei Wochen gewartet, nur um diese Scheiße zu machen. Ja. Hoffentlich war es das wert. Junge, jetzt hör auf, Alter. Mach weiter. Was machst du, Alter? Junge, der fuck mich niemals ab, Alter. Der bringt mich niemals auf das Konzept. Ich glaub nur, er macht halt eben so die ganze Zeit diese... Er macht die ganze Zeit diese Blöcke nebeneinander. Ich laufe nur auf den Blöcken drauf und mach gar nichts. Er wird darüber. Du fuckst ihn jetzt ab, Alter. Hi. Geh, mach irgendwas Produktives, Junge. Den Block will ich anders setzen. Der Block ist ein bisschen euer Dings. Ach, Junge. Womit hab ich das verdient? Stefan. Was baust du hier? Ich hab einen Teich angelegt. Also, nee, was baust du generell? Auf den Wasserfall. Ich brauch ja gleich einen Wasserfall und allen drum und dran. Ah. Ich kann dir auch ein paar Blumen sponsern. Also was brauch ich für einen Wasserfall? Blumen, Alter! Hör auf mich zu sponsern, Junge! Nein, so unten, Stefan. Da wo... Du hast ja gesagt, da wo der Wasserfall mündet, da ja, komm, kann man ja so ein paar Blümchen reintun. Leute, ich hab Eisen, glaub ich, gefunden. Ja, moin, hier unten ist Eisen. Ich glaube, hier ist echt Eisen. Ja, aber hier ist Eisen. Ich hab Eisen gefunden. In dem Teich ist Eisen. Ja, ganz unten ist einfach fucking Eisen. Jetzt hör auf, Alter! Jetzt Stefan! Doch nicht, Junge. Ich hab keine Blöcke mehr, da kannst du nicht abpacken. Ich hab Wasser! Wasserrad. Wie soll ich ein Wasserrad bauen, wenn es eh nicht dreht, Alter? Das macht doch keinen Sinn, dann hab ich nichts mehr. Was ist das? Ich brauch hier kein Wasserrad bauen, wenn ich weiß, dass es eh nicht dreht. Doch. Verstehst du, es ist dann auch merkwürdig, hier einfach so ein Wasserrad zu haben. Okay. Erstmal geht es darum, hier einen scheiß Teich anzulegen. Und der soll dann noch ein bisschen tiefer werden, dann muss ich mich auch nochmal drum bemühen. Ach Junge, Alter. Oh, so dunkel. Ich will nur da mal abzufacken. Mit Speedboot. Wie ging das nochmal? So. Mach mal schneller, Isaacs. Stehst du jetzt die ganze Zeit hinter ihm und sagst, mach schneller, na los, komm schon. Gib alles. Was aber auch schon mal schneller. Was machst du denn da? Kannst du dir vorstellen, die psychischen Qualen, die ich hier durchleben muss. Das ist gut. Ich laufe gerade einfach die ganze Zeit hinterher und mehr nicht. Ich schlag ihn nicht. Du fuckst ihm jetzt ab, Alter, mach irgendwas anderes. Was machst du jetzt wieder hier? Du willst mir mal irgendwie einen scheiß Sackkimmel hier hinbauen. Warum fucken mich eigentlich alle Leute hier ab, Alter? Ist eigentlich ein bisschen erlaubt. Nein. Weißt du, ich bin der Einzige, der so richtig produktiv irgendwas versucht, Digga. Was ist mit mir? Weil jetzt beleidigt ist, hier siehst du mich auch noch rein, oder was? Ja, dann geht doch alle zu Stefan hier, fuck ihn ab. Er arbeitet auch hier, dann geht er doch zu ihm, Digga. Ja, aber das Problem, der Unterschied ist, wenn wir Stefan abfacken, dürfen wir bei dem Projekt nicht mehr mitmachen. Wenn wir dich das abfacken, ist das Ding hier nicht. Bei mir gibt's nur einen Arsch drin, und zwar einmalig. Bella! Und er hält dann erstmal ein bisschen. Hast du Futter? Junge, jetzt hör auf, Alter, was für schneller, Junge, verpiss dich! Bruder, hast du Futter? Hast du Futter? Das fragt ihr dem Typen, der immer Selbstmord macht, wenn er nichts mehr zu essen hat, Alter. Nein, ich frag den hier. Hast du Futter? Was zu essen, bevor ich vergesse. Verpiss dich, Alter. Nee, komm, verfolge ihn die ganze Zeit. Mach du mal weiter, ich muss mal kurz was zu essen holen. So mit Popcorn, stellt sich da daneben hin. Los, schneller. Was hast du denn gemacht? Ich muss die ganzen Blöcke abbauen, das ist alles von der Pyramide. Ich hab morgen ein ganzes Unterwasser und das ist alles für die Pyramide, Digga. Das ist zwei, du hast Blut, das ist zwei, was? Futtern. Alter. Futtern. Jail. Jail. Mega jail. Hast du auch schon gesehen, Stefan? Ich hab die Blöcke kommen, Alter. Hast du mich gesehen? Alter, wie schnell kann man das essen? Deine geheime Höhle hier. Nee. Hülle. Junge, das ist mein Farming-Spot. Ich war noch nicht bei ihm, ich muss jetzt die ganze Zeit. Ich bin hier noch am Bauen. Attacke, ich bin wieder full. Alle auf Rysex. Ich stelle sich wieder dahin. Los, mach schneller hier. Mit der Peitsche. Mach schneller. Assassin, komm mal kurz her. Komm weiter. Als ob das so was Besonderes ist, Alter. Was denkst du denn, woher die ganzen Blöcke kommen? Warte. Ich dachte, die wurden gesponsert.
Sponsored by Rixus, Alter. Oder haben wir da einfach noch keinen, Sand-Sponsor-Chip hier, oder was? Ja, warte, ich mal dann, ja, dann kümmern dich mal da rum. Weißt du, das Business kann momentan echt boomen, weil das gerade angesagt ist. Alter, baut nämlich da raus. Ist gerade mega angesagt. Cool, mein Ding kommt jetzt auch ertrunken, weil der Pool tief genug ist. Geil. Fashion-Blöcke. So, ja, ich muss mir erst mit diese App da installieren, die Sheldon Cooper mal verwendet hat. So, Digga, als hättest du dich nie drauf gehabt. Der ist bestimmt schon längst installiert. Jetzt tust du so, als ob du es runterladen würdest. Der hat sich schon mal drauf, aber hab's wieder deinstalliert. Ja. Ziemlich komisch, so eine App zu haben, wenn man weiß ist. Sollte man sie nicht installiert haben, wenn man weiß ist? Das klang wie eine Klospülung. Ja, jetzt ist er da. Reißig, schneller! Das ist doch schön, im 21. Jahrhundert zu leben. Heutigen, Alter. Der hier zuschaut, ich habe nichts damit zu tun. Ich, Rixus, enthalte mich von diesen Respektlosigkeit. Ich habe nichts damit zu tun. Sagte der damit angefangen hat. Ich habe doch nicht mit dieser Whipping-App angefangen, Alter. Weißt du, ich versuche. Digga, aber Junge. Oh, komm, Alter. Scheiße, Digga. Ey, das ist jetzt Assassin's Leben, Digga. Die ersten 20, 30 Parts macht er irgendwas Positives und danach nur noch Scheiße, Digga. Alter, Rixus, hört doch auf. Alter, ich fühl den Sound alleine schon mega nervig, ne? Ich bin 50.000 Meter von eurem Pferd, Alter, mich nervt das jetzt schon. Ach, Junge, Alter. Höchstens werde nicht nur ich dabei genervt. Ey, Stefan, ich hab's zu dir gesagt, mein Rising ist dazu, komm, fuck ihn ab. Ja, wenigstens einer steht zu seinem Wort. Ja. Man soll es positiv sehen. Ja, toll, danke. Voll was Positives. Vielen Dank, dass du dich an dein Wort hältst. Bitte schön. Das alles immer gut. Wieder gerne. Immer wieder gerne. Es liegt sich einfach an mich ran. Nico, sag, wo er ist. Weißt du, was willst du? Ja, weil ich auch mal nerven, Alter. Meine Grube, Alter. Loch. Loch in die Rest. Oh. Du. Warum kann ich keine Sachen? Wo ist eine Tür? Hier keine Tür. Alter! Oh mein Gott, ich dachte gerade, das wäre Lava. Oh mein Gott, Junge, verpiss dich! Er Zeug dich auch zu mir, er setzt einfach Feuerzeug hier hin. Ich dachte, ich wäre von Lava übergekommen. Herz ist fucking easy da, Alter. Digga, es war einfach. Plötzlich war Feuer da und es war voll hell, Digga. Ich dachte einfach, Lava wäre jetzt da. RIP, Junge. Ich schwöre bei Gott, mein Herz ist gerade stehen geblieben. Reißig bekommt Herz und fucking Clickbait ist da. Natürlich kann ich mir ein paar Farben. Karotten nehmen. Was war das gerade für ein Nein? Ich hab's nicht gelesen gerade. War da gerade was? Ob er sich ein paar Karotten nehmen kann. Naja. Hast du nicht derzeit aus der Essen? Wollen wir alle weg? Dann machen wir gerade auf die Karte gucken und wir sagen, ob ich in die richtige Richtung laufe, weil. Du überstreckst mich übelst. Jetzt verpiss dich. Hör auf, ich die ganze abgefuckt. Junge, das ist. Die halbe Lobby hat mich bis jetzt die ganze Zeit abgefuckt. Soll ich auch noch dazukommen? Ich hab dich nicht abgefuckt. Es gibt nur sehr, sehr wenige Leute, die mich bis jetzt abgefuckt haben heute. Bitte, Stefan. Bin gleich da. Ja, okay. Ich bin leider davon. Ich hab gehört, dass Leute meine Hilfe brauchen. Ich bin auf dem Weg. Also, wer hat mich denn nicht abgefuckt? Also, Underman hat mich nicht abgefuckt. Mark. Er ist da. Underman hin. Stefan. Das ist die einzige Person. Ja, ich hab ja auch was. Ich hab ja auch eine Menge vor, Alter. Ich muss hier noch eine Menge machen. Ja, okay, Rixus da unten. Scheiße, ich wollte es auch anders machen, oder nicht? Och, Leo. Rixus, schon mal hoch. Was denn? Was machst du da? Ich setz Lava-Eimer, ich schwör's dir. Oh. Hi. Ich hab geblufft, ich hab kein Lava-Eimer. Verpiss dich. Ich hab geblufft, Junge. Junge, ja, Alter. Der Scheiße. Junge, weißt du, durch euch werde ich so unproduktiv, Alter. Weißt du, ich brauch's eh so lange für meine Pyramide. Und durch euch brauch ich nur noch länger, weil ihr mich die ganze Zeit ablenkt. Ja, ist ja froh, dass du dich aufs Volle gebaut hast, sonst hätte Stefan jetzt wieder mit dem Feuerzeug angefangen. Ich bin ein netter, liebensvoller Mensch, ich mach sowas nicht. Mehr. Kurze Rückblende zu Staffel 3, alles abgefackelt.
Das war eine ganz andere Staffel, das war eine ganz andere Zeit. Wenn er fertig ist. Sortier, wenn er fertig ist, einfach mit World Edit entfernen die Pyramide. World Edit auf Xbox, Digga, man kennt ihn, Junge. Bruder, Xbox Master Race, World Edit, let's go. Es gibt jetzt hört doch mal auf, die ganze Xbox. Abzufacken, Alter, das nervt übel. Ja, das kommt nicht erst zusammen mit dem Channel. Scheiße, Alter. Muss einfach nur das Smash spielen. No joke, Alter, nervt doch nicht, Alter, what the fuck? No joke, Alter, nervt doch nicht. Nein! Junge, mir fehlen die Worte, Alter, ich kann aber nichts mehr sagen. Mhm. In der Welt jetzt schon 17 Biomen entdeckt. Uff. Für dich. Zeus Blüte, Alter. 16? Ja, 16 Stück. Wie geht das? 17 meine ich. Hey, welche gibt's denn? Sumpf? Wüste? Normal? Blumenlandschaft? Also Blumenfeld? Dann, Kornfeld? Also, wo diese Sonnenblumen sind? Ja, auf jeden Fall Korn. Und noch ein paar andere Sachen. Also ich habe gerade den Erfolg dafür bekommen. Okay, cool. Biome. Ich muss dafür noch eine Menge machen. Also ich habe jetzt jede Baumart. Ich habe alle Erfolge, Alter. Ich habe alle Erfolge. Ich habe alle Erfolge. Aha, 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 aha. Also wenn du Sponsoring brauchst für Holz. Digga, wie oft willst du mir dein Sponsoring heute noch andrehen? Was ist ein... Warte. So lange bist du das Sponsoring annimmst. Sponsoring, Alter. Er muss sich immer in der Videobeschreibung verlinken. Sponsored by so und so. Und Reflink zu seinem Facebook-Profil. Also wenn du willst, kannst du es, aber. Wenn du willst. In einem Monat kommt so eine Klage von seinem Vater, der dich anzeigen will, weil du ihn nicht verlinkt hast. Also ich will mindestens 20% deiner Einnahmen durch diese Videos machen. Gut, du kriegst 20% von nichts. Viel Spaß damit, Alter. Ja. Hier klatsch ihn so in die Hand, Alter. Hier hast du deinen Anteil. Ja, also ein High Five, so. Viel Spaß damit. Okay, mach einfach ein Giveaway. Mach einfach Videotitel. Ich verlose ein Jahresgehalt von meinen YouTube-Einnahmen. Ein Video, wo nichts verlost wird, Alter. Nice. Haben. Ja, wollte gerade sagen, Stefan. Und jeder bekommt YouTube was davon hoch ab. Jeder bekommt etwas davon ab von meinen Einnahmen, Alter. Jeder bekommt was davon. Das ist der Vorteil, Digga. Man kann nicht verlieren. Jeder gewinnt beim Gewinnspiel. Ja, jeder gewinnt. Jeder gewinnt den Hauptpreis. Nichts. Das ist eine unglaubliche. Bruder, Chat. Sponsored bei AfD. Ja, moin, Digga, man kennt ihn. Ah! Ich weiß es, möchte mich davon entfernen. Ich habe nichts damit zu tun. Sagte der, der zuerst so drüber lachen musste. Ich entferne mich davon. Ich habe nichts damit zu tun. Das ist so richtig komisch. So, das Ding kommt dorthin. So, jetzt geht erstmal wieder. Oh, ich bin wieder back home. Kühe, es geht ab. Oh, da kommen sie schon alle. Hat wer von euch Papier? Papier, ne? Was? Warum? Achso, ich hab mir einen Mühlach gedacht, keine Ahnung, warum. Ja, Papier, kannst du mal ein paar Papier drüber reichen, ein Zettel, Alter. Oh, das ist ein Haus, Alter. Hast du Papier wie so in der Schule, Alter? Hast du Papier? Papier. Ach, mein Kühe. Generationsübergreifende Liebe ist einfach hier, Alter. Wunderschön. Hast du einen Stift? So kann man das auch nennen. Ja, so kann man es auch nennen. Wir sind keine X-Familie, das ist generationsübergreifende Liebe. Ja. So macht man das Thema doch noch kinderfreundlich und so. So, Schafi, kommt auch nochmal hier. Was denn? Mal, ich kann die jetzt, ich leg die mal in deine Truhe und jede Sache, die ich mitgebracht habe, eins rein. Digga, was ist das für ein Skill, Junge? Du hast eine Blume. Zweite Sonnenblume. Noch eine Blume. Heftiger Loot, Digga. Was für der Häuser, du was du versprochen hast, hä? Eine Blume. Noch eine Blume. Zwei Blumen. Kennt ihr diesen komischen Vampir, Alter, von Kika? Ja. Oder kennst du das Meme von, oder diesen Sketch von Family Guy? Ein Nippel, zwei Nippel, drei Nippel, oh scheiße, ich muss hier weg. Alles klar, Zeus, kannst du bitte aufhören damit? Dankeschön. Oh, nee. Junge, what the fuck, Alter, übertreibt mal deine Lage nicht, Alter. What the fuck, was hast du hier reingeschrieben? Oh, Jesus Christ. Digga, das ist viel zu übertrieben. Absolut übertrieben. Kannst du bitte aufhören, meine Kiste Fuchs zu spammen? Dankeschön. Davon. Ich habe nichts damit zu tun. Lol, warum ist das hier hinten auf? Shit. Pass auf. Egal. Das heißt, töte mal die Schafe. Wolle kannst behalten. Attackieren!
Attackieren. Ich hab auf das Tor aufgelassen. Jetzt, ich bin, glaube ich, mit LT aufs Tor gekommen. Naja, jetzt können wir alle vermehren hier. Viel Spaß. Wo bist du? Auf Fresser oder was? Macht Liebe. Generationsübergreifende Liebe heißt es immer noch. Schön, wir 7 Eier im Inventar. Minecraft war keine Inzest, nur generationsübergreifende Liebe. Das ist ein sehr liebevoller Channel bei mir. Christlich und pädagogisch sehr wertvoll. Christian Channel. You can learn a lot. Ey, hast du gerade eine Kuh getötet? Nein. Hallo, hab ich nicht. Haben wir eigentlich schon ein Nether-Portal? Ja, natürlich, wir haben alles. Ja, haben wir. Echt? Wir haben alles außer einem dreistelligen Kuh, ansonsten haben wir alles. Machen wir heute den Enderdrachen, okay? Nein. Perfekt. Nice. Enderdrachen machen wir erst dann, wenn Rice nicht mehr mitmacht, weil sein Hexe kaputt ist. Erst dann. Was? So, die Wolle kommt auch noch rein. Mir fällt gerade auf, ich dachte immer, du hießt. Also, warum heißt du eigentlich Underman? Weil ein Untermensch ist. Nee. Oh mein Gott, jetzt wird mir so vieles klar. Aber natürlich. Leute, was ist klar? Digga, hör auf mit der Scheiße, mein FPS ist, glaube ich, gerade getroffen. Zeus, Blut, sag mal. Meine Xbox ist über vorne. Diese Pickaxe, die du hast, Digga. Was ist. Grenzschutzstadt. Warte mal, du sollst nicht so drauf, Digga. Vor allen Dingen, wie viele Staffeln haben wir jetzt schon miteinander gespielt? Digga, das fällt dir jetzt erst auf. Das kannst du mir nicht erzählen. Keine Ahnung, ich. Weißt du, lass mich doch einfach in Ruhe. Lass den Tag jetzt. Rastix interessiert sich nur für sich selber. Deshalb frage ich auch an andere Menschen. Gerhard, gehör bitte auf damit. Ich habe auch noch nach deinem Namen. Ich frage mich aber, wie das wohl geht, Alter. Das freut mich gerade. Ja, er heißt es Hess mit einem S, weil er zu dumm ist, seinen Namen richtig zu schreiben. Was ist denn da für eine interessante Story? Oh mein Gott, das sehe ich erst jetzt! Oh mein Gott, was der Riss! Das ist mir nie aufgefallen! Hat er nicht sogar seinen Namen geändert? Dreimal schon, glaube ich. Er hat sogar extra 10 Euro dafür bezahlt, ja, um den Namen falsch zu schreiben. RPE Assassin hieß er eine Zeit lang, dann hieß er, ich glaube, einmal nur Assassin, danach RPE Assassin, dann HFH Assassin. Und immer wieder dieses eine S vergessen. Mein erster Name war Assassin 145. Mein erster Name war Assassin 145, dann kam RPE Assassin und dann kam HFH. Junge, what the fuck, Alter. Aber mittlerweile hat er das S richtig geschrieben. Also daher ist alles cool. Mittlerweile.